Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, durch die Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Mit einfachen Worten beschreibt Lukas das Wirken der jungen Kirche in diesen ersten Zeiten nach dem Pfingstfest. Und so manche werden dieser Wunder wegen den neuen Weg, die Kirche, genauer betrachtet haben. So manche werden der Wunder wegen Interesse gefunden haben. Waren das alle sichtbare Wunder, so dürfen wir fragen, also augenfällige Zeichen? Oder liegen die wirklichen Wunder, die die Kirche in der Kraft ihres Hauptes Jesus Christus wirkt, nicht oftmals im Verborgenen? Ist es wirklich möglich, das eigentliche, das wunderbare Wirken der Kirche mit den Sinnen zu erfassen? Versucht man diesen Weg zu gehen, gerät man sehr leicht in das Fahrwasser des Apostels Thomas, von dem das heutige Evangelium spricht. Ungläubiger Thomas wird er oftmals genannt, weil der Herr zu ihm am Ende sagt, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas will es genau wissen. Er gibt sich nicht zufrieden mit den Worten der Frauen, die das leere Grab besucht haben. Er gibt sich nicht zufrieden mit dem Zeugnis seiner Mitbrüder im Apostelkollegium, die ihm freudestrahlend von der Begegnung mit dem Herrn, dem Auferstandenen, berichten. Er will mit eigenen Augen sehen, mit seinen Fingern berühren, was seiner Vorstellungskraft so massiv widerspricht. Er will das Wunder der Auferstehung mit seinen Sinnen ergreifen können. Und damit stehen viele Menschen heute in guter Gesellschaft mit dem heiligen Thomas. Einerseits von außerhalb. Das Wirken der Kirche wird genau beobachtet und oftmals hinterfragt. Was bringt uns Kirche? Auf diese Frage gab sogar eine Broschüre der Bischofskonferenz Antwort, als im Jahr 2013 in Österreich ein Volksbegehren gegen sogenannte Kirchenprivilegien gestartet wurde. Das bemerkenswerterweise das schlechteste Resultat aller in Österreich jemals veranstalteten Volksbegehren einfuhr. Andererseits auch von innen. Wie oft gleitet in verschiedenen Gebetsgemeinschaften und Erneuerungsbewegungen das Gebet, der geistliche Abend, rein in die Emotion ab. Wie oft wird die Qualität des Gebetes daran gemessen, was man subjektiv fühlt? Wirkliche Innerlichkeit verwechselt man dann sehr schnell mit spiritueller Wellness. Mein Gegenargument ist in dem Moment der Herr am Ölberg, in der Nacht des Gründonnerstags. Uns wird sicher eines der dichtesten und innerlichsten Gebete des Herrn wörtlich in den Evangelien überliefert. Aber sicher kein Wohlfühlmoment für Jesus. Er hatte Angst, Blut und Schweiß und Tränen, nicht Wellness und spirituelles Hochgefühl. Wer das Wirken der Kirche, sozusagen die Wunder der Apostel, nur mit den eigenen Augen sehen, mit seinen eigenen Händen ertasten will, wird oftmals enttäuscht. Die Wunder liegen woanders, in der neu aufkeimenden Hoffnung in den Herzen so vieler Menschen, im kleinen Flämmchen des neu erwachenden Glaubens, in neuer Kraft den eigenen Stolz zu überwinden und die Türklinke des Beichtstuhls zu ergreifen. Das sind die Wunder unserer Zeit. Zwei großartige Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, zwei Päpste, wurden vor einigen Jahren zur Würde der Altäre erhoben. Zwei Apostel, deren Wunder durchaus augenfällig vor uns stehen. Der Papa Buono, der Johannes der 23. mit seiner menschlichen, menschenfreundlichen Art, dessen kurzes Pontifikat doch geprägt war vom tiefen Wunsch, Welt und Kirche in dieser schwierigen Zeit nach den beiden Weltkriegen im aufstrebenden Wirtschaftswunder wieder neu zusammenzubringen. Und der großartige Papst Johannes Paul II., dem es zu verdanken ist, dass die Fratze des Kommunismus in den Ländern des Ostblocks offenbar geworden ist. Das sind augenfällige Zeichen in unseren Tagen. Doch diese dürfen niemals jene verborgenen Zeichen und Wunder überdecken, von denen heute das Evangelium spricht. Denn noch vor der Begegnung Jesu mit Thomas gibt der Herr den Jüngern die Vollmacht zur Sündenvergebung. Er setzt das Sakrament der Versöhnung, das Sakrament der Barmherzigkeit, der Beichte ein.
Nach außen sichtbar passiert nichts, wenn der Priester über den Penitenten die Worte der Losprechung sagt und das Kreuzzeichen schlägt. Und doch passiert das große Zeichen, ja das Wunder. Die Pforten der Hölle schließen sich mitunter wieder. Der Himmel öffnet sich für eine Seele, die ehrlich einen Neubeginn mit Gott und den Mitmenschen wagen will. Das Wunder der unendlichen Barmherzigkeit Gottes bricht in eine Welt der Dunkelheit und Unbarmherzigkeit herein. Es sind die unsichtbaren Wunder, die im Letzten die größeren sind. Durch die Apostel geschahen viele Wunder, auch heute, auch dort, wo wir sie nicht sehen können. Und Gottes Barmherzigkeit lässt uns sehen, lässt uns fühlen, wenn wir es wollen. Wenn der Wunsch in uns so groß ist wie im heiligen Apostel Thomas. Gelobt sei Jesus Christus.